Hey Leute, wir sind auf der LIGNA und hier dreht es sich natürlich auch um Zukunftstrends und Visionen. Deswegen haben wir bei den Ausstellern mal nachgefragt, wie sehen Sie die Zukunft der Tischlereien? Das Handwerk kann sich super etablieren in der Region, wo sie tätig ist. Das Thema Nachhaltigkeit, Nähe zum Kunden, Nähe zum Kundenkontakt, individuelle Beratung. Man kann sich da richtig gut positionieren. Auch man merkt ja, dass zwar lässt auf der einen Seite der Hausbau etwas nach, die Konjunktur schwächelt da, aber auf der anderen Seite ist das Bedürfnis der Kunden nach Möbel aus Holz und überhaupt Einrichtungsgegenständen aus Holz ungebremst und wird auch in Zukunft weiterhin steigen. Tischlerei, absolut wichtig. Das Handwerk hat goldenen Boden. Das Handwerk steht für Qualität. Was wir jedoch sehen, dass wir gerade größere Unternehmen, das heißt mehr als 20 Mitarbeiter, werden an der Anzahl immer mehr, auch über 50 Mitarbeiter. Und was man bei denen insbesondere sieht, ist Flexibilität, Individualisierung, wofür das Handwerk steht. Und das dann natürlich durch Trends wie Digitalisierung, das heißt Datenfluss automatisieren, aber Automatisation selbst, das heißt Trends, die aus der Industrie kommen, sind jetzt auch schon ganz klar bei der Tischlerei angekommen oder sind schon längst auch implementiert in der Tischlerei. Wir sehen die Tischlerei im Wandel, weg von dem Allrounder, der alles versucht abzudecken, vielmehr hin zu einem höheren Technologieeinsatz, mehr Spezialistentum und gegebenenfalls dann auch den Bezug von externen Dienstleistungen, um das Portfolio abzurunden. Und für uns ist die Tischlerei oder der Tischler der ganz entscheidende Erfolgsfaktor, weil er eben die Intelligenz ins Spiel bringt. Er bringt das Werkstück, das Material, die Bearbeitungsmaschine und das Bearbeitungswerkzeug zusammen. Und wenn hier alles drei in der richtigen Art und Weise zusammengreift, kommt dann auch am Ende des Tages das richtige Ergebnis. Die Zukunft wird auch da so sein, dass diejenigen überleben, die sich korrekt auf dem Markt positionieren. Die Anforderungen nach Qualität, Lieferzeiten sind einfach da. Amazon macht es vor. Und durch die 4.0 Digitalisierung in der Tischlerei können wir unsere Kunden in die Lage versetzen, diese Marktanforderungen zu erfüllen. Wir haben ja so viele Veränderungen im Moment, auch in der Wahrnehmung der Welt durch die junge Generation. Wir merken auch, dass teilweise wieder mehr junge Leute, die auch Abitur gemacht haben, sagen, ich mache eine Schreinerlehre, weil ich will irgendwas mit Holz machen, ich will was gestalten, was Schönes schaffen. Ne? Und insofern sehe ich da weiterhin eine gute Zukunft für diese Betriebe, die so individuell agieren. Carpentry is about mastery, is where everything starts, is where an idea takes full life even in its unicity. Carpentry will remain forever because it's in our DNA. They will simply evolve as everything is evolving in this world. They will evolve at 360 degrees thanks to new solution that goes from technical, mechanical feature to software and digital one, and will enable them to give more and more value to all their idea that will match their customer expectation, which match about tailor-made solution and unique and distinctive one in furniture solution. Die Zukunft der Tischlerei sehen wir zum großen Teil auch hier bei uns auf dem Stand. Es geht darum, dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, also ein Stück weit auch zu automatisieren. Es geht darum, die Prozesse effizienter zu machen, insgesamt die Produktion effizienter zu machen. Und da haben wir auch ganz viele kleine digitale Helfer, kleine digitale Apps, die es auch der Tischlerei ermöglichen, den Schritt in die Digitalisierung wirklich zu schaffen. Jetzt haben wir schon viele Ideen zur Zukunft der Tischlerei gehört. Maschinenbauer sind da natürlich ganz wichtig, denn die machen viele dieser Lösungen erst möglich. Das Beste ist, hier auf der LIGNA treffen alle zusammen, also Maschinenbauer und Tischler. Und genau deshalb spreche ich jetzt mit Markus Hüllmann. Er ist Vorstandsvorsitzender des VDMA, Fachverbands für Holzbearbeitungsmaschinen, und geschäftsführender Gesellschafter der Craft Group. Herr Hüllmann, wie empfinden Sie die Stimmung hier auf der LIGNA? Ja, die Stimmung auf der LIGNA ist wirklich ganz fantastisch. Und zwar deutlich besser und deutlich positiver, als wir das vielleicht noch vor einem halben oder dreiviertel Jahr gedacht hätten. Wir sind ja, was die Besucherzahlen angeht und auch was die Standflächen angeht, annähernd auf dem Niveau von 2019. Die Leute sind sehr froh, hier wieder in gewohnter Umgebung zusammenzukommen. Das hat ja auch ein Stück weit ein Klassentreffen-Charakter in der Branche. Aber es gibt natürlich auch einige neue Themen, die uns hier gemeinsam bewegen, vor allen Dingen im Kontext der Nachhaltigkeit mit Holz als wirklich zentralen Baustoff, wenn es um nachhaltige, recycelbare, erneuerbare Rohstoffe geht. Und das ist das, was uns hier gemeinsam bewegt. Und das ist auch das, was der Messe einen positiven Push verleiht.
Und was würden Sie sagen, wie steht der Holzbearbeitungsmaschinenbau aktuell da und wie sieht es in Zukunft aus? Ja, der Holzbearbeitungsmaschinenbau, der steht so gut da, wie die Holzbearbeitungsindustrie dasteht. Und ich würde mal sagen, da sind die Aussichten mittel- und langfristig tatsächlich ausgezeichnet, aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Natürlich ist es so, dass es im letzten halben, dreiviertel Jahr aufgrund der weltweiten Währung es zu einer allgemeinen Investitionszurückhaltung bei vielen unserer Kunden gekommen ist. Aber andererseits ist es tatsächlich so, dass, wie gesagt, die Perspektiven nach vorne gesehen sehr gut sind. Das spüren wir hier ganz deutlich auf der Messe. Danke. Wir halten also fest, die Stimmung auf der Lignat 2023 ist super und alle blicken positiv in die Zukunft. Und genau das könnt ihr auch tun. Also einmal den Kanal unten abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr in der Zukunft kein Video mehr verpasst. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.